Hi Leute und willkommen zurück auf meinen YouTube-Kanal. Und ja, zu später Stunde, wir haben es 23.54 Uhr und vor einer halben Stunde ungefähr wurde die PlayStation 5 angekündigt, beziehungsweise angekündigt nicht, sie wurde gezeigt. Und ja, hier ist meine Reaction dazu, denn ich bin jetzt seit ein paar Minuten gerade mal aus meinem Stream raus und mache euch jetzt dieses Video fertig. Also Leute, viel Spaß! We put the good in the good in the good life. We put the good in the good in the good life. We put the bad in the past, now we are right. Hey Lonnie, I got you. I think there's a lot to look forward to for the community. The fans are going to be really pleased. As a game designer and storyteller, this is incredibly exciting. We're talking a whole new generation of ideas and experiences that we can create for the player. No matter where they are, no matter who they are. New experiences like we've never had before. More iconic, interesting characters, more atmospheric, immersive worlds for players to explore. We want to wow players. Expect the unexpected. And I, for one, can't wait. Can't wait. We can't wait to share them with you. It's so exciting. Incredibly exciting. It's really about more players and more players. As a developer, right. That's an amazing feeling to have. Welcome to PlayStation 5. Button. Und setzen noch einen Trailer raus. Ja. Oder? Ja, machen die spannend. Das ist sie. Wow. Okay. Das sieht cool aus. Hier so ein futuristisches Design. Ist aber auch eher zum Hinstellen, ne? Gut, ich finde das Laufwerk, das sieht da irgendwie fehl am Platz aus. PS5. Ich muss sagen, es sieht gut aus. Also, no shit, wirklich. Wow. Was denn noch? Slim oder was? The Digital Edition! Ach, von wem haben sie die denn jetzt geklaut? Liebes Sony-Team, na guck an! Ja, das wäre so die ich mir wahrscheinlich holen würde. The Digital. Bring the Charging Station? Kameras? Headsets? Gut, so Remote? Aber ein komplettes Set. First glimpse of our future today. You've seen our most striking console design yet, and you've seen games that can only be enjoyed with the full range of PlayStation 5's features and power. At PlayStation, we believe in generational transitions, and we put years of work into making them happen.
We want you to enjoy the unique benefits of moving from one generation to the next. Thank you for joining us. We're launching later this year and we have tons more to share. Welcome to PlayStation 5. Ich muss sagen, sie sieht echt gut aus. Also da muss man Sony sagen, cool. Geiles Teil. Eine Digital Edition, ich glaube, das wäre so eine, die ich mir holen würde. Eine Digital Edition. Mal gucken, wann wir Infos zur Digital Edition bekommen. Aber wir können ja gleich mal auf die Seite noch gucken von Sony. Mal gucken, ob da was steht zur Digital. Jetzt, wo das Ding ja raus ist. Das haben wir sie auch gerade mal liegend gesehen. Aber es wurde kein VR-Headset gezeigt. Also wird wahrscheinlich dann irgendwann mal kommen. An für sich muss ich sagen, war es ein geilerer Stream, als den Microsoft im Mai abgezogen hat. So leid es mir auch tut, aber es ist nun mal so. Aber so. Jetzt kann man da zumindest sagen, Sony ist jetzt ungefähr genauso was wie Microsoft. Warten auf den Preis, auf ein Datum. Wir haben nur gehört, irgendwann Ende dieses Jahres. Tja. 900 Euro schreibt da einer, ja moin. 1000 Euro. Ach, da muss man schon sagen, cool gemacht. Also, gucken, was die bei den Gaming Clubs gerade so quatschen. Direkter Eindruck von euch. Ich möchte von euch von einer Punktzahl von 1 bis 10 stehen. Ist das Maximale? Einfach mal reinböllern, was ihr glaubt oder wie ihr die Steuern zu machen. 1 bis 10, knallt mal rein. Also ich würde eine 8 geben. Sehr gespannt. Ja, guck mal hier, Chat rastet aus. Hören wir dir mal so ein bisschen zu. Wir gucken jetzt mal auf der Seite von denen. Wird es wahrscheinlich geben, oder? Aber die deutsche Seite kommt meistens nie hinterher. Also machen wir die englische. Blablabla, nee. Ich wollte auf die englische Seite, Mann. Eieieiei, Leute, aber das ist ja eine, also das liest sich gerade wie eine sehr positive, positive Geschichte von euch. Also ich gehe auch mit einer 8. Stellenweise hätte ich sogar eine 9 gesagt. 8 bis 9.